Guten Abend. Tja, das kommt davon, wenn man schön solche Videos, solche Kommentarvideos nutzt, ne? Das kann ich noch alles mitkriegen. Und das, was jetzt kommt, wird euch überraschen. Detlef Bauer, Community, vielen Dank nochmal. HTTPS, www.kritischepolizisten.de und so weiter und so fort. Verbot des Verbots am 30, vom 30.08.2020 könnte interessant sein. Und ob, vielen Dank dafür. Ich bin dann mal auf die Webseite Kritische Polizisten gegangen. Lohnt sich echt zu lesen, mal durchzugucken. Wir sind gar nicht so alleine und die sind gar nicht so, wie man denkt. Muss ich echt sagen. Ich meine, wir haben es ja auch selber mitgekriegt. Und viele haben das mitbekommen. So. Und jetzt zu dem Artikel, zu der PDF. Ich lese euch das vor, dann müsst ihr am Handy nicht mitlesen. Dieses Schriftstück ist 11 DIN A4 Seiten lang. Ich lese nicht alles vor, alles, was ich angestrichen habe, was jetzt erstmal wichtig ist, aber ich verlinke es euch, lest es in Ruhe durch. Toll. Der Bundessprecher dieser Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten, Hamburger Signal e.V., Thomas Wippesaal, hat Folgendes geschrieben. Und zwar am 30. August 2020, 15:09 Uhr. Wir kritischen Polizisten waren gestern mit 4 Mitgliedern vor Ort. Was für ein beschämendes Bild für einen verdienstvollen Innensenator. Na schön. Pressemitteilung. Ja, was war los? Gestern waren nach unserer gesicherten Einschätzung Hunderttausende auf den Straßen der Berliner Innenstadt mit unterschiedlichen Demonstrationszielen und in mindestens 7 verschiedenen Demonstrationen unterwegs. Ziele werden genannt und so weiter. Am markantesten war jedoch, wie wieder einmal aus politischen Gründen, die Teilnehmerzahl der vollkommen falsch an Corona-Gegnern gelabelten Demonstranten sehr weit zu niedrig angesetzt worden ist. Ansonsten ist es geübte Praxis, zu Silvester und anderen Ereignissen die geschätzte Teilnehmerzahl von Veranstaltungen in Berlin, wenn das Brandenburger Tor mit der sechsspurigen Straße von der Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule mit Menschen gefüllt ist, von rund 1 Million TeilnehmerInnen auszugehen. Warum war und ist das hier anders? Wie gesagt, ich kann jetzt nicht alles vorlesen, es würde auch zu lange dauern. Lest es euch selber dann durch. Es geht noch ein bisschen weiter. So einige kritische Sätze. Also, na, wir merken mal wieder, wenn die Polizei schon von 100, und das ist hier die Polizei, von Hunderttausenden ausgeht, naja, dann sind wir doch locker mit 1 Million dabei. Denn verglichen mit den sonstigen Ereignissen, ne, von rund 1 Million. Und das wird gar nicht reichen. Wir werden noch mehr Beweise bekommen. Ich habe übrigens schon viele Fotos zusammen, aber es ist noch nicht alles da. Ich möchte ja noch ein Video über die Ereignisse von gestern machen, auch mit Bildern unterlegt. So, weiter im Text. Warum werden von den Berliner Behörden so klar wie leicht erkennbar falsche Zahlen in die Welt gesetzt? Die Antwort ist genauso einfach wie erschreckend. Das lest euch selber durch. Es ist, ja, es ist die Einschätzung eben dieser kritischen Polizisten. Und zurück zur Kernantwort dieser Frage, also krass falsche Zahlenangaben. Warum? Jede Ministerialschranze, ob weiblichen oder männlichen Geschlechts, kennt nur einen Leitsatz. Was schadet meinem Minister am wenigsten? Sie lesen richtig. Die DienstleisterInnen, auch in den Innenministerien, sehen weniger die Bevölkerung als Bezugsloyalität. Denn ihre Chefs. Ja, es ist wie üblich, aber toll, also die Polizisten haben da viel beobachtet und es wird über vieles berichtet. Es geht weiter. Also zur Situation nachmittags. Es war also fast alles easygoing. Kleine Irritationen sind bei solchen Menschenmassen von mehreren Hunderttausenden zwangsläufig. Selbst an der Siegessäule, Hauptkundgebung, wo nun eindeutig weder die Masken getragen noch das Abstandsgebot eingehalten worden waren, hielt sich die Polizei zurück. Also da auch. Habe ich ja auch so gesehen. War ja selber da. An der Goldenen Elsa. Ja, die Geisel eher. Ne? So haben sie es. Kreiste mit 50% ihres Fluggeräts in vernünftiger Höhe wegen des störenden Lärms. Wir haben alle diesen
Hubschrauber gesehen und gehört, aber leise gehört. Erst so gegen 16, 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte wieder munterer, meint, mussten sie den dicken Max spielen. Lest selber weiter. Festivalähnliche Musik und alles schön easygoing, ne? Zum versuchten Sturm des Reichstages. Richtig verrissen hat die Berliner Polizei jedoch, nicht die Bundestagspolizei, die Nummer bis kurz vor 20 Uhr. Es gibt aber noch ein weiteres denkbares Erklärungsszenario. Den Einsatzabschnitt Äußere Sicherheit des Deutschen Bundestages gibt man einem erfahrenen Polizeiführer. Das ist nicht irgendein Streckenabschnitt oder Vergleichbares zum Üben. Wenn das so gewesen sein sollte, spricht fast alles dafür, dass diese Beamte den Mob, es waren nicht einmal mehrere Hunderte der Rechtsextremisten-Kundgebung, bewusst so weit gehen lassen, um sich dafür Pluspunkte beim Senator und seiner Präsidentin zu verdienen. Also nochmal, der Polizeiführer hat sie bewusst so weit gehen lassen. Wir werden die Wahrheit bald wissen. Entweder wird der Polizeiführer innerdienstliche Probleme haben und nicht zu gering, oder eventuell nach einer Schamfrist seine Karriere nicht bloß ungebremst fortsetzen, sondern sogar beschleunigt. Das sind die gängigen Methoden in den Polizeien, aber auch anderer Behörden. Diese Frage ist auch brisant. Haben staatlich bezahlte V-Leute den Sturm gesteuert? Es war also auch für ungeschulte Köpfe erkennbar, dass hier mindestens versucht wurde, ein Gefährdungs- und Bedrohungsszenario zu einer handfesten Störung oder mehr im Sinne der Polizeigesetze zu dynamisieren. Das gelang leider auch. Entscheidend aber wegen der Minusleistung des Polizeiabschnittsführers. Siehe weiter oben. Von den Behörden wird erfolglos gefordert werden, auch von uns kritischen Polizisten, offenzulegen, wie viele V-Leute und andere Spitzelkategorien in den Versammlungen mitliefen. Man muss kein wirklicher Polizeikenner sein, um klar zu haben, dass Dutzende V-Leute vor Ort in Berlin waren. Das geht gar nicht anders. Gerade bei den Rechtsextremisten, nach wie vor auch bei der NPD, der AfD, total voll V-Leute durchseucht. Also die AfD, schätzt er ein, ist total mit V-Leuten durchseucht, etc. mussten die Spitze mitfahren, um in ihren Organisationsgebieten nicht dumm aufzufallen. Merkt ihr was? Weshalb sich das lohnt zu lesen? Der Ausdruck ist ein bisschen holprig, muss ich sagen, aber ist nicht schlimm. Alles gut zu verstehen. Nochmals, diese Verbotsverfügung Berlins war genauso peinlich und überflüssig wie dieser Haus- und Landfriedensbruch am Abend gegen den Reichstag. Das ganze Ding wirkt nicht nur wie ein blödes Staatstheaterstück, sondern es dürfte auch leider ein weiteres in dieser Serie sein. Und viele fallen drauf rein, beziehungsweise die meisten machen gerne mit. Russische Botschaft. Das Brandenburger Tor wurde von der Polizei zugemacht, also abgesperrt. Die Seitenstraßen in dem dortigen Bereich ebenfalls. Sackgasse. Dann drängten die Bullinnen mit der Schutzbegründung, der Abstand würde nicht eingehalten. Ha, ha, ha. Durch das Drängen kamen alle noch enger zusammen. Auch das haben alle Demonstrationsteilnehmer aus diesem Bereich mitbeobachtet. Erst einen Stau verursachen und wenn sie dann alle zusammengedrängt sind, wie Massen nun mal gehen, wenn es vorne plötzlich nicht weitergeht, drängelt sich alles zusammen, ne? Dann hat man ja die Schutzbegründung, der Abstand stimmt nicht. Wir haben einen Fall dokumentiert. Danach wurde ein Münchner Bürger, erfahrener Triathlet, auch von einem Robotik-Cop geschubst. Er schubste leicht zurück und wurde sofort von zahlreichen PolizeibeamtInnen eingekreist. Diesem Mann wurden erhebliche Verletzungen beigebracht. Er wurde mit seinem Gesicht auf den Asphalt gedrückt. Es wurde das Gesicht, womit auch immer, fixiert und vielfach massiv auf seine Oberschenkel, er kann heute gar nicht mehr gehen, womit auch immer geschlagen. Knie, Tonfahr, weiß ich nicht, was das ist. Wer es weiß, mal sehen. Dafür gibt es
viele Spielarten und dank der informellen Weiterbildung unter den KollegInnen sind da auch alle fit. Alle. Soll uns das jetzt Angst machen? Mir nicht. Na gut, wir dürfen nicht vergessen, das sind hier kritische Polizisten. Also die finden das nicht gut, wie das lief. Die Verletzungen sind weitergehend. Er wurde dann zu einem Einsatzfahrzeug geschleift und mit dem Kopf gegen eine Stoßstange geschlagen. Eine Polizeibeamtin äußerte dazu: Ey, beschädigen Sie nicht unsere Einsatzfahrzeuge. Ha, 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 wie lustig. Naja. Klar ist aber jetzt schon, dass gegen ihn, also den Triathleten, volles Programm gefahren werden wird, beziehungsweise schon angelaufen ist. Widerstand gegen Staatsgewalt, schwerer Landfriedensbruch und so weiter. Auch das macht mir keine Angst, nebenbei gesagt. Ach so, als dann ein Rettungswagen in Sicht war, hat man ihn den Sanitäter vorgeworfen: Hier, der ist dumm gestolpert. Der Vorgang ist zum Glück videografiert, insoweit dokumentiert. Eine Berliner Bürgerin tat dies, wurde aber ebenfalls verletzt von PolizeibeamtInnen. Von wem auch sonst bei diesem Sachverhalt. Dies nur der Eindeutigkeit wegen. Es gibt weitere polizeiliche Gewaltvorgänge, aber das bekommen JournalistInnen nicht mit. Zur Presse. Wir sind entsetzt, was die offiziellen Medien wieder einmal aus den Fakten machen müssen. Dann gehen sie so auf einiges ein, aber das kennen wir von unseren tollen Mainstream-Medien, ne, was die alles so schreiben. Es gibt aber auch eine positive Ausnahme und so weiter. Also, es gibt einfach kaum geschulte Polizeireporter mehr. Viele JournalistInnen hängen eh am Tropf der Nachrichtenagenturen, schreiben dort mehr oder weniger ab, verändern ein wenig oder machen einfach mit. Zur weiteren Klarstellung: Wir haben nichts gegen eine ordentliche wie anständige Journalistinnenlandschaft. Wir haben auch nichts gegen die Politik oder die PolitikerInnen, sondern höchstens gegen bedauerlicherweise viele PolitikerInnen, oh, mir wird immer schlecht, die ihren Job untermaßig ausüben. So sehen das immer mehr und mehr Menschen in diesem Land und werden durch so eine selten dämliche Verbotsverfügung, auch wenn seine Polizei viel dazu beitrug und kräftig nachhalf, sie nachträglich zu rechtfertigen oder durch die Art und Weise, wie Inhalte der Berichterstattungen bestätigt. Wir bitten um Veröffentlichung, vorher allerdings um verständiges Lesen und gedankliches Verstehen. Thomas Wippesal, Bundessprecher. Ja, Leute, dazu ist jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich werde es natürlich veröffentlichen. Journalist ist kein geschützter Beruf, ich durfte mich auch so nennen, möchte ich natürlich nicht. Ich bin Mathe- und Physiklehrer und Ingenieur und das dürfte reichen. Aber diese Tätigkeit ist im Moment sehr wichtig, glaube ich. Ich verlinke euch den Artikel, ihr könnt darauf zurückgreifen und meldet euch, falls der dann plötzlich verschwunden sein sollte. Ich habe ihn immer noch. Ich wünsche euch einen schönen Restabend erstmal. Ja, verbleibe mit besten Grüßen. Und sag einfach, macht was. Leute, macht was. Guckt unten in die Videobeschreibung. Hier kommt der Link. Wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Denn da unten ist der Link dazu. Und der Link dazu, was wir alles tun, damit es wieder besser wird im Land. Na dann, beste Wünsche, macht was, macht's gut und bis dann. Tschüss, tschüss.